Der X-Technik Videocast, smarte Produktion. Für unsere Videocast-Serie Smarte Produktion waren wir im BMW Motorenwerk in Steyr. Seit über 40 Jahren produziert der deutsche Premiumhersteller in Oberösterreich sowohl Benzin- als auch Dieselmotoren und seit neuestem auch Elektromotoren. Der Qualitätsanspruch ist sehr hoch, dementsprechend nimmt auch die Lehrlingsausbildung bei BMW einen sehr hohen Stellenwert ein. Wir sprachen mit Thomas Sakula, Lehrlingsausbildner bei BMW, über das neue Ausbildungszentrum, die Lehre im Allgemeinen und die Zukunft des Zerspannungstechnikers. Vor allem ist es der positive Umgang und eine möglichst breite Ausbildung, die die Lehrlinge für ihre zukünftigen Aufgabenbereiche bestmöglich vorbereitet. Am Ende des Videos gaben uns zudem 4 Lehrlinge einen guten Einblick in die Ausbildung bei BMW. Was ist die Kernkompetenz des BMW Group Werk in Steyr? Wir in Steyr fertigen Motoren, das heißt, wir bauen keine Autos zusammen, sondern wir machen eigentlich das Herz vom Antrieb. Wir haben im Prinzip Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Broil, Kurbelwelle und die neuen Elektrogehäuse. Hit-Gehäuse, da haben wir dann noch Rotor-Stator, das ist jetzt ein neues Gebiet, wir haben neue Hallen gebaut und die Kernkompetenz ist eigentlich die Genauigkeit und der Umfang für die Mitarbeiter, was die eigentlich wirklich können, und das, sage ich mal, das Niveau ist extrem hoch, auch die Genauigkeit, und das ist eigentlich die Kerneffizienz und Qualität, was eigentlich unser Antrieb ist. Warum hat BMW in ein neues Ausbildungszentrum investiert? Früher hat andere große Firma eigentlich unsere Lehrlinge ausgebildet. Mittlerweile ist so, die Verantwortlichen haben eigentlich gekämpft darum, dass wir es selber im Haus, also in der Firma, ausbilden. Wir haben jetzt ein neues Gebäude gebaut. Wir haben eigentlich extrem lässige Räumlichkeiten. Und wir haben seit letzten Jahres, 1.9., die ersten 25 Lehrlinge genommen. Und heuer haben wir einen zweiten Durchgang. Haben wir 35 genommen. Wir haben im Prinzip einen komplett modernen Maschinenpark. Wir haben die neuesten Anlagen, egal ob es Spannungstechnik, Elektrotechnik, SPS-Programmieren ist. Wir sind aus Letztstand der Technik. Wir sind momentan von der Modernität her extrem hoch und ganz vorne dabei. Was ist das Ziel des Ausbildungszentrums? Ja, dass wir eigentlich unsere Lehrlinge selbst ausbilden und dass die Lehrlinge eigentlich vom ersten Lehrjahr an schon in die richtige Richtung geleitet werden, weil BMW hat eigentlich einen Qualitätsanspruch und BMW steht für Qualität. Dann lernen im Prinzip die Lehrlinge jetzt am Anfang schon das BMW-Leben, wie es dann in die Abteilungen ist. Und wenn der Lehrling bei uns kommt, hat er schon einmal die Grundbezüge. Und wenn er dann in die Abteilung kommt, in seinem Fachbereich, jeder Lehrling ist da schon zugewiesen, der hat im Prinzip dann schon von uns die ersten Schritte, wie es in der BMW-Welt ausschaut. Warum wurde in die modernste Ausrüstung investiert? Ja, wir haben aus dem Grund für das Modernste eigentlich entschieden, dass auch die Lehrlinge, wenn sie kommen, einen Wow-Effekt haben. Und ich sage, wenn man reingeht und man schaut sich bei uns jetzt eine Werkstatt an, dann ist das am modernsten Stand der Technik. Und wir wollen im Prinzip auch den Lehrling das Wissen vermitteln und auch mit der modernsten Sache, mit der Technik und mit dem High-End-Werkzeug, was wir eigentlich haben, dass wir alle Sachen abdecken können, sprich Zerspannung, sprich Elektrotechnik, Mechatronik, alle Berufssparten, was wir ausbilden. Warum sind Sie Lehrlingsausbildner geworden? Ausbildner waren bei mir erst den Grund, ich tue nebenbei, habe ich Tennistraining gemacht mit Jugendlichen und Kindern. Jetzt mittlerweile wieder weniger. Und ich muss sagen, ich mache es extrem gern, weil ich habe verschiedene Charaktere. Ich habe einmal einen, der ist vielleicht nicht so gut in dem Gebiet, dafür woanders. Und du musst einmal alle in die richtige Richtung führen. Du musst praktisch nicht einmal nur den geraden Weg, sondern du musst halt einmal vor der Autobahn fahren und musst halt einmal über Tankstelle fahren oder irgendwas und dann wieder auffahren. Und das sind halt jeder Charaktere, die so jeder unterschiedlich, und das ist für mich eine Herausforderung, sage ich mal. Ab und zu schwierig, auch mühsam, sage ich mal. Es ist nicht immer so alles ganz schön, wie man sieht, aber ich muss sagen, unterm Strich war es eigentlich die beste Entscheidung. Welche Lehrberufe bildet BMW in Steyr aktuell aus? Wir bilden aus Elektrotechnik, Elektroanlagentechnik, Zerspannungstechnik, Mechatronik in verschiedenster Form, einmal mit Fertigungstechnik, einmal mit IT, einmal mit Elektrotechnik. Das ist je nach Beruf dann eigentlich in eine Richtung, dass man eher mehr Elektro, eher mehr IT. Wir haben im Labor haben wir einen Lehrling genommen und eine Köchin haben wir heuer auch gehabt. Wie kommt das neue Ausbildungszentrum bei den jungen Lehrlingen an? Für mich ist es ganz wichtig, wenn ein junger Mensch kommt und der bewirbt sich bei uns,
Er sieht einmal das Schnuppern im Fachbereich, schaut er sich an, er sieht die Lehrwerkstätte. Wenn der durch die Lehrwerkstätte geht, das muss so ein Aha- und Wow-Effekt sein. Und wir haben das Modernste da, es ist extrem schön aufgezogen, es ist offen gestaltet, wir haben alle Möglichkeiten und wir haben die beste Technik und wir brauchen es nur bespielen. Und ich sage einmal, da muss der Wow-Effekt vom Jugendlichen muss kommen, muss sagen, ich will zu BMW. Das heißt, ich will das, wir haben tolle Produkte, wir haben eigentlich super Sportwagen, wir haben alles und man muss da ein bisschen Herzblut reinbringen und das, wenn man das beim Schnuppern reinbringt, dann kommt der und der will dann zu uns. Warum ist die Lehre zum Zerspannungstechniker bei BMW trotz Elektromobilität noch zukunftsfähig? Ich sage so, es ist gut und schön, wenn wir sagen Elektromobilität und wir gehen Elektromobilität, wird auch immer mehr, weil der Verbrenner wird einmal aussterben. Faktum ist aber, ich kann kein Elektrogehäuse fertigen, wenn ich keinen Zerspanner habe. Und der Zerspanner muss mir das eigentlich, der muss das, den Bauteil bearbeiten, muss die Qualität sicherstellen, dass das auf praktisch auf Tausendstel genau passt und dass wir eigentlich genau die Qualität fertigen können, was wir fordern. Und BMW ist eigentlich ein Hersteller, der fordert mehr Qualität, ist wie eine Stückzahl. Was lernt ein Zerspannungstechniker bei BMW konkret? Als Zerspannungstechniker sage ich mal, haben wir viele Möglichkeiten. Wir fangen konventionell an, wir müssen die Züge mal lernen, dass wir einfach einmal wissen, wie funktioniert der Fräsen, wie funktioniert der Drehen, dass wir die Grundzüge haben und dann geht es natürlich weiter. Und da ist der Zerspanner ist eigentlich im Endausbau meiner Meinung nach eher nur auf die computergesteuerten Maschinen. Wir werden programmieren, wir dann die Programme abfahren, wir dann optimieren, wir dann Zehntelsekunden holen, wir draußen, wenn wir weiß nicht, 1500 Teile am Tag fertigen oder dass wir dann 1700 Teile fertigen können. Qualität muss passen und wir kommen immer mehr in die Digitalisierung. Es wird wahrscheinlich dann auch noch VR, AR irgendwo eine Rolle spielen. Das ist jetzt noch wenig bespielt, weil das ist jetzt gerade im Kommen. Aber ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Hat sich die Einstellung der Jugend gegenüber früher verändert? Stichwort Facharbeitermangel? Ja, ich sage mal so, Facharbeitermangel, wir müssen zum Ausbilden, dann haben wir. Wir wissen aber auch, es ist schwierig. Die Jugend ist, seitdem ich gelernt habe, bis jetzt meiner Meinung nach komplett anders. Also das ist nicht mehr so wie früher. Man muss jetzt mit 15 sofort oder mit 16 zum Anfangen zum Lernen eine Lehre machen, sparen, dann Führerschein, Auto. Wir haben in verschiedenen Workshops, die wir gehabt haben oder Meetings, haben wir natürlich auch mit der Generation Z, wie man sagt, haben wir auch zu tun gehabt. Und da ist nicht mehr so, wir brauchen jetzt einen Führerschein und ein Auto. Da sagt er, ich sitze mir in die S-Bahn, in die U-Bahn, ich fahre mit dem Zug, ich brauche kein Haus, ich lebe in einer WG, wenn es mich da nicht mehr interessiert, mit meine 5 Mitbewohner, dann suche ich mal andere WG. Das ist jetzt alles, sage ich mal, das hat sich ein bisschen gewendet. Das gibt natürlich die auch noch, sag ich mal. Aber ich sage mal, viele haben halt so den Zugang, ja, wir schauen einmal, wir leben einmal in das Leben rein. Und früher war halt das eigentlich getriggert für die Eltern und Großeltern, weil man gesagt hat, die tun so und das ist so und das ist jetzt meiner Meinung nach ganz anders. Ist das Niveau in den letzten Jahrzehnten im Allgemeinen gesunken? Ich sage so, das Niveau, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich sage einmal, der Grundstein ist niedriger. Das heißt, wenn jetzt ein junger Mensch kommt und der steigt bei uns in die Lehre ein, sage ich mal, ist Mathematik oder so Sachen. Sage ich mal, vom Niveau oder vom Können her, sage ich mal, gesunken. Und wir müssen halt jetzt mehr investieren wie früher. Früher hast du vielleicht ein höheres Level gehabt, aber jetzt starten wir herunter, aber wir wollen auch dahin. Das heißt, unser Ziel ist dieselbe Vorgabe. Ich habe dasselbe Ziel, wie was ich 2004 gehabt habe, wie ich meine Lehrabschlussprüfung gemacht habe. Und genau dasselbe Ziel habe ich mit meinen Lehrlingen jetzt, was ich habe. Und da will ich eigentlich, dass da jeder durchkommt. Und mein Anspruch ist Erfolg. Nicht nur Erfolg, sondern Auszeichnung. BMW ist 1 und nicht 4, wenn man es nach der Noten vor der Schule nimmt. Was würden Sie jungen Menschen empfehlen, um die richtigen Berufsentscheidungen treffen zu können? Für einen Schüler, der was jetzt in die Schule geht, ist für mich extrem wichtig, schnuppern. Sie haben die Möglichkeiten, dass sie gehen, dass sie schauen zu verschiedensten Firmen. Sie werden freigestellt von der Schule. Aber ich sage jetzt auch nicht schnuppern gehen, weil ich halt nicht in die Schule will. Das ist auch Blödsinn, sondern ich möchte eigentlich schnuppern gehen, weil ich will mir was anschauen. Meine Empfehlung ist klar, ich habe mich entschieden, ja, zuerst Spanner bei BMW. War für mich jetzt, wenn ich zurückschaue, in den letzten 23 Jahren eigentlich die beste Entscheidung, was ich getroffen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals, ich wollte einmal Tischler, habe ich mir angeschaut, Installateur habe ich mir angeschaut, Elektriker habe ich mir angeschaut.
Aber das war dann alles irgendwo nicht das, wo ich hin will. Und wie ich dann gesehen habe, ein Zerspannungstechniker programmiert eine Maschine und schaut dann, fährt das Programm ein und macht dann ein paar Teile, weil er halt 5-6 Teile fertigen muss. Das war für mich eigentlich extrem lässig, weil du hast gesehen, du hast Hirnschmalz eingesteckt und dann kommt irgendwann ein Programm raus und dann fertigt er die Maschine automatisch den Teil. Und das ist für mich so ein Aha- und Wow-Effekt. Und nur dazu jetzt, wo wir die modernste Technik haben, ist das eigentlich momentan mein Traumberuf. Mein Wunschberuf war es früher nicht, Ausbildner werden, aber jetzt ist es eigentlich mein Traumberuf und ich mache es extrem gern. Werden bei BMW alle Lehrlinge übernommen? Bei uns ist so, der Lehrling hat, wenn er aufgenommen wird mit 1.9., wenn wir in die Berufsausbildung starten, einen zugewiesenen Arbeitsplatz im Fachbereich. Das heißt, der weiß schon, wer sein Ansprechpartner ist, den lernt er gleich kennen in den ersten Wochen. Ist aber eigentlich immer bei uns in der Lehrwerkstatt und jeder Lehrling hat eigentlich wird übernommen, außer es passt die Leistung nicht. Es gibt es leider, dass man da vielleicht einmal verlängern muss oder man muss sich mal trennen, weil halt irgendwas nicht passt. Aber ich sage einmal, wir führen es in die richtige Richtung. Selben machen muss der Lehrling. Wenn der Lehrling in der Schule nicht lernt, kann ich eigentlich nicht mehr sagen, hey, das liegt jetzt an mir. Wie werden neue Lehrlinge an die Ausbildung herangeführt? Wir haben nach 4 Wochen Feedbackgespräche. Wir fordern das natürlich ein. Ganz wichtig, ganz am Anfang, wir haben einen Eintrittsworkshop. Das heißt, wir fahren mal mit allen neuen Lehrlingen mal wohin. Wir haben da Kennenlernen, wir haben Teambuilding. Teambuilding ist das Wichtigste, BMW ist ein Team. Weil ich kann nicht, wenn ich jetzt auf einem Montageband arbeite und der nächste arbeitet nichts, wird das nicht laufen, weil dann steht das. Das heißt, wir sind ein Team und wir müssen einander angreifen, das ist ganz wichtig. Lernen wir die ersten 2-3 Tage gleich. Fahren wir mal fort, übernachten wir zweimal auf die Nacht gemütlich zusammensitzen, also einen Tischtennis spielen, Billard spielen und so Sachen. Und dann ist für uns ganz wichtig, in die 2-3 Tagen macht man einen Workshop. In dem Workshop haben wir drinnen, was sich die Lehrlinge von uns erwarten. Das ist immer ganz spannend, was da kommt, was für eine Motivation, Ehrgeiz oder was sie sich von den Ausbildern erwarten. Im Gegensatz zu mir sind die Ausbildner in einem anderen Raum und sagen, was sie sich von den Lehrlingen erwarten. Dann haben wir das auf einen Flipchart und dann schaut man, was kreuzt sie und was ist das Gleiche. Und dann sieht man halt, naja, das ist ein wenig mehr, das ist ein wenig weniger. Und da sind zum Beispiel so Fälle wie ein Smartphone, das kommt im Sozialkasten, wenn wir es nicht eingesteckt haben. Das ist natürlich eine Karte, die kommt ganz am Schluss. Aber die haben wir auch gezogen und es ist eigentlich ganz gut, dass wir das Handy wegkommen. Weil wir sind gesteuert, getriggert von Social Media und vom Handy, das ist eigentlich eh schon extrem viel ist in der Freizeit, dann brauche ich es während der Arbeit nicht. Sie haben das Handy im Sozialkasten, sie können es in der Pause nutzen. Wenn es einer eingesteckt hat und wir machen einmal eine Stichprobe, dann alle entspannt und dann wissen sie, dass in der Vormittagspause geht es nicht aus, dass sie das Handy holen. Und ja, zum Mittag halt dann. Warum sollen sich abschließend junge Menschen bei BMW bewerben? Also ich würde jeden Jugendlichen, der was einen technischen Beruf, eine Lehre will, empfehlen, verschiedene Berufe, nicht nur jetzt unsere Firma, sondern generell Firmen anschauen. Wir haben einige Abteilungen, wir haben viele Fachexperten in diverse Richtungen. Bei uns kann man extrem viel sehen, wir haben extrem gute Technik und ich würde jedem empfehlen, schaut sich das an. Es ist eine von den modernsten Lehrwerkstätten in Österreich. Wir haben ein super cooles Team eigentlich an Ausbildner, von jung bis älter, sage ich mal, alt sagt man nicht. Und ich würde jedem empfehlen, schnuppern kann man, anschauen kann man, ist jederzeit möglich, online bewerben auf unserer Homepage. Und dann einfach nur Termin vereinbaren und kommen. Vor allem die Herausforderung, dass die ganze Technik, das hat mich dann sehr interessiert. Vor allem die CNC. Das hat mir in der Tischlerei schon recht gefallen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich da eigentlich mehr machen möchte. Und mit so einer super Firma in der Gegend war es eigentlich relativ schnell klar, dass ich da her möchte. Weil die tolle Produkte haben und weil meine Lieblingsmarke immer die BMW war. Ich habe in verschiedenste Bereiche und Berufe geschnuppert und da hat mir die Lehre bei BMW einfach am meisten gefallen, wegen der Leute her, wegen der Arbeit, wie es zugeht da herinnen. Ich mag das handwerkliche Arbeiten, das Arbeiten an Maschinen, das taugt mir einfach. Ich mache die Lehre zum Zerspannungstechniker. Ja, die Lehre dauert halt 3,5 Jahre. Ja, Metall kann man sich ein wenig hartnäckiger vorstellen wie Holz, aber man kann präzisere Bauteile machen. Die theoretischen Sachen sind ab und zu ein wenig schwierig, aber das Praktische tue ich immer relativ leicht. Mein Ziel wäre, dass ich im Motorenwerk dann einmal Vorarbeiter oder Meister werde. Ich habe mit meinem Papa schon viel als kleines Kind in der Werkstatt da und im Metallbereich viel gearbeitet. Und da war es einmal, ich wollte immer was mit Metall machen und da hat sich eigentlich BMW auch mit der neuen Lehrwerkstatt ziemlich in Frage gestellt.
Dann habe ich mich beworben und dann ist BMW geworden. Programmieren, fräsen, drehen, CNC ist auch noch, also ist etwas für mich. Das ist, sage ich mal, am eher einmal das, was ich machen wollte. Also mit Drehen, Fräsen und das CNC programmieren, das ist, finde ich, kommt am näher an die Metalltechnik hin. Das, was man erhofft hat, was kennt. Ja, mir taugt es voll mit den verschiedenen Leuten. Wir sind 25 Lehrlinge und es taugt mir. Vor allem da in der Lehrwerkstatt ist immer recht eine Gaude. Ist halt sehr interessant, was da alles möglich ist. Ja, es wird sehr viel Wert auf Sauberkeit gelegt und die neuen Maschinen, da ist man natürlich auch ein wenig hakelig drauf und mir taugt es voll, ja. Für mich ist mit vielen Burschen zusammenarbeiten auch kein Problem. Also es macht schon ziemlich Spaß und ich mache es gern. Ich gehe gerne in die Arbeit. Das erste Mal an der Drehmaschine stehen, das war meine erste Maschine, auf der ich gestanden bin, das hat mich sehr beeindruckt. Großer BMW-Fan, vor allem einfach die Autos. CNC-Steuerung ist für mich, dass der Computer, dass man mit dem Computer und der Maschine vereint, dann ein Programm schreibt und die Maschine das selbstständig abarbeitet. Ja, geht in Richtung iPhone, Tablet. Ich verstehe mich gut mit meinen Ausbildern. Also vor allem mit, also ist gut, dass wir Anja haben, dass ich eine weibliche Bezugsperson auch habe. Und vom Thomas, mit dem habe ich eigentlich am meisten zum Tun, mit dem verstehe ich mich auch ziemlich gut. Sie sind zwar ab und zu ein wenig ernster, muss aber eh sein. Und wenn man was braucht, sind sie immer da. Das ist das Wichtige. Mittlerweile mache ich es jetzt circa ein Jahr und ich habe schon extrem viel gelernt. Also zu dem Stand, was ich am Anfang gewusst habe und jetzt, ist ein Riesenunterschied. Ich empfinde es als sehr angenehm. Man vergisst natürlich auch den Respekt nicht, auch wenn man jetzt bei du ist. Ja, für mich war das die richtige Entscheidung. Mir taugt das Auto BMW natürlich auch sehr. Wir bei BMW sind die geilsten.